Gibt es hier ein Wiedersehen mit dem Boss aus der vierten Welt? Diese dreckige Schlange, die wir aber eigentlich ganz nice besiegt haben. Okay, das Level sieht auch sehr komisch aus. So futuristisch. Und das Ganze wirkt wie ein seltsames Labyrinth. Was? Wir können Gegner mit unseren Flügeln verletzen? Okay. Nice, Kirby. Ich wusste gar nicht, dass deine Flügel so... ja, gefährlich sind. Hey, was ist da? Aha. Schön. Ja, einfach den einen aufgespießt und dann gegen die anderen geschleudert. Very nice. Okay, jetzt bekomme ich hier tatsächlich mal einen Gegenstand zum Heilen. Ich befürchte tatsächlich, dass wir zu einem Boss kommen. Oh ja, weil das sieht auch schon so aus wie ein, keine Ahnung, Zeitportal oder sowas in der Art. Tatsächlich, I can't believe it. Wir müssen nochmal gegen diese dumme Schlange kämpfen. Als Käfer-Kirby diesmal. Wird sie uns jetzt mehr zeigen als letztens? Sie legt auf jeden Fall schon mal besser los. Oh no. Und ich kann ja eigentlich auch bloß den Kopf verletzen, ne? Das andere, das juckt die ja nicht wirklich. Ah, sehr nice, sehr gut. Aber man kann auch mit dem Käfer abgehen ohne Ende, weil die Verwandlung auch einfach epic ist. Just epic. Nice, Kirby. Aber jetzt pass auf, wir haben nur ganz wenig Schaden genommen und sie bisher echt gerockt. Aber die kommt jetzt da random irgendwo runter. Ha, sie trifft mich nicht, aber ich sie. Oh no. Was ist das? Ein Feuerrad. Kann mich gar nicht erinnern, dass sie das gemacht hat. Aber die kam ja ohnehin fast nicht zum Zug bei mir. Ja, also jetzt ist sie auf jeden Fall stärker. Was jetzt? Ihre einzelnen Körperteile kommen auf mich zu. Und der Kopf. Der natürlich gleich mal kassiert. Ist klar. Und jetzt hier, nimm mein Horn. Yeah. Und den hier. Und dann noch den. Und take this. Take this and die. Ja, ich würde sagen, die haben wir wieder gerockt. Obwohl sie deutlich besser war. Keine Chance. Hey, geh nicht aus dem Bild, Kirby. Wir wollen dich schon noch sehen. Und das Portal ist wieder da. Ein komisches Level. Vielleicht ist es sogar gleich beendet. Weil es gibt auch nur einen Sonnenstein hier. Ja, noch nicht. Hä? Achso, das ist ein kleines Rätselchen. Ja, so muss es gemacht werden. Viele Heil-Items, die ich eigentlich gar nicht benötigt habe. Okay. Und der nächste Rätselraum. Oh shit! Ich darf nicht ganz runter. Das war falsch. Ich muss hier rein. Okay. Und dafür gibt es dann einen Glücksbringer. Weiter geht's. Wo ist der Sonnenstein, verflixt? Hier ist er. Holen wir ihn uns. Falsch. Du musst... nein, da rein. Oh. Echt jetzt? Hm? Ja. Bisschen schwierig, da reinzukommen, aber... hat ja gepasst. Ui, Blumen gießen. Das haben wir zuletzt, glaube ich, in Welt 1 gemacht. So, hier. Okay, und den Rest da links hin. Genau. Schlüssel her. Schwierig ist es nicht. Okay, ich habe mich geirrt. Die Gegner sahen süß aus, sind aber sehr stark. Weil sie explodieren können auch noch. Habe ich halt nicht mit gerechnet. Aber wir haben den Sonnenstein. Yay. Und hauen jetzt ab. Weil ich glaube nicht, dass das noch lange so weitergeht. Mehr zu bieten hat dieses Level nicht und ich empfinde es irgendwie als unnötig. Ich hätte mich da mehr gefreut, wenn da was Besonderes ausgedacht worden wäre, aber... ja, es besteht aus einem kleinen Labyrinth und... kommt da noch was? Und ein Boss, den wir schon kennen und vermutlich kommt da tatsächlich noch was. Das war jetzt doof, dass ich mich von dem hab treffen lassen. Noch ein Boss?
Oh nein! Die Wolke! Bullshit! Die hat's drauf. Das weiß ich. Brauchen wir auch gar nicht diskutieren. Und ich kann sie leider nicht so perfekt treffen. Oh shit. Deshalb wird dieser Kampf nicht ganz so leicht. Nein! Ja, genau. Schön mit dem Horn. Aber die Hälfte ist schon getan. Was macht sie jetzt? Die Blitzattacke, oder? Ja. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass das Power-Up nicht weg ist. So wie letztens. Erstmal hier mein Eis. Hallo, wie kann ich ausweichen? Wow. Diesmal gibt es kein Fass, wie ich in den Background komme. Und dann... Oh, crap. Ja, so ist gut. So ist sehr gut. Oh, nein. Ja, ich hatte einen Stern im Mund, das habe ich gar nicht gemerkt. Sonst hätte ich das natürlich auf die Wolke geschleudert. Aber wir sind ganz gut dabei. Pass auf, pass auf, pass auf. Bleib schön in der Luft. Weich ihm aus. Jetzt, glaube ich, kommt er wieder in die Mitte, oder? Ja, und noch einmal schön mit dem Horn rein. Da, komm, stirb. Yeah. Oh, jetzt, glaube ich, wäre die Blitzattacke gekommen. Aber die Chance habe ich ihm nicht gelassen. Haha. Geh kaputt. Dummes Auge. Juhu. Kirby hat deutlich an Skill dazu gewonnen. Er zerstört die Bosse mit Leichtigkeit. Und wir sind durch hier. Ja. War ein komisches Level. Vor allem, warum gerade die zwei Bosse? Es gibt ja noch drei andere. Oder kommt nochmal so ein Level? Oh Gott, nein. Bitte nicht. Ich hab's lieber, wenn man sich was Neues ausdenkt, als jetzt hier in der letzten Welt nochmal die Bosse zu spammen. Weil ich meine, man kann ja so oder so nochmal gegen die kämpfen. Ja, vielleicht sind sie ein bisschen stärker. Von den Moves her. Aber ihr habt ja gesehen, wie Kirby abgegangen ist. Er hat ihnen keine Chance gelassen. Na gut. Weiter zu Level 3. Und da ist die Meganova-Fähigkeit abgebildet. Bekommen wir die gleich am Anfang, oder was? Hatten wir so nämlich auch noch nicht. Hä? Wir sind schon wieder in diesem komischen Labyrinth. Und keine Musik spielt. Was ist denn jetzt passiert? Ich dachte, wir sind in einem Schloss und nicht in so einem seltsamen Labyrinth. Hä? Jetzt bin ich in Welt 1 auf einmal gelandet. Mein Gott. Ich glaube, diese Portale sind wirklich Zeitportale und schicken mich in die Vergangenheit zurück. Erstmal habe ich das Vergnügen mit zwei Bossen gehabt. Und jetzt reise ich nochmal durch alle Welten, oder wie? Und krieg nochmal einige Szenen erneut zu sehen. Weil ich kann mich erinnern, dass dieses Level-Design in Welt 1 genau gleich war. Oh, schade, weil bisher war das Game echt mega krass geil. Aber durch sowas machen sich die Entwickler natürlich schon ein wenig einfach, ne? Verstehe auch den Sinn dahinter nicht. Welt 6.1 war noch gut, aber dann plötzlich... Ich weiß auch nicht. What the hell is happened? Hier. Die Schneemänner. Okay. Wir müssen also wieder die Familie zusammenführen. Immerhin, das ist neu. Vielleicht war jetzt auch der Raum zuvor neu, aber er sah auf jeden Fall sehr ähnlich aus. Ja, genau. Wir müssen jetzt die Familie wieder zusammenführen. Und das ist schwieriger als damals. Die Kinder haben wieder mal nix Scheiß für mich. Ich erwarte, dass mir die Eltern den ersten Sonnenstein geben. Hier gibt es nämlich drei. Komm mit, komm mit, komm mit. Oh, Vorsicht, Feuer, Feuer, Feuer. Jetzt, komm her. Komm, komm, komm. Oh shit, oh shit. Nein, nein, echt jetzt? Ich dachte, ich habe das perfekt getimed, aber es war mega kacke. Muss ich mich jetzt töten?
Ernsthaft? Ach, leck mich doch am Arsch! So. Ja, ich dachte eigentlich, dass diese Plattform sich hier schneller bewegen würde, aber das tut sie nicht. Deswegen war mein Timing nicht perfekt, sondern mega Müll. Oh. Okay. Zwei Köpfe auf einmal. Ich hoffe, das kriege ich hin. Immer schön im Rhythmus. Saugen, 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 saugen. Weiter, 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 weiter. Oh, stopp. Weg mit den Lappen. Jetzt erstmal den Ehemann runter. Genau. Dann kann die Frau über seinen Kopf drüber. Ah, wie eklig. Und auch du bist am Ziel. Yes. Ja, es war nur das dumme Timing vorhin. Wieder so ein blöder, unnötiger Drecksfail. Und sie haben tatsächlich wieder einen Sonnenstein für mich. Es ist der erste. Thank you. Aber wir haben jetzt irgendwie Welt 2 ausgelassen. Ich weiß auch nicht wieso. Und dann sind wir wieder zurück in der ersten. What the hell? Das geht, glaube ich, komplett random. Mal so, mal so. Mal dies, mal das. Und das ganze Level als Super Mega Nova Deluxe Saug-Kirby. Oh nein, ich habe jetzt da irgendwas verpasst, oder? Ich glaube, da war so ein Glücksbringer. Ich habe nicht genau gesehen. Ach, ist wurscht. Ist wurscht. Und wir kommen nun zu Welt 4, glaube ich. Mit ganz vielen Türen. Ernsthaft? Nur eine ist richtig, oder wie? War klar. Na toll. Oh, ich habe sie gefunden. Im zweiten Versuch. Oder auch nicht. Scheiße. Ja, welche könnte es denn sein? Dieses auch nicht. Die auch nicht. Nein. Leck mich. Vielleicht. Ja, die war richtig. Weg mit den Büchern. Ich habe gesagt, ich mag keine Bücher. Oh oh. Fake-Böden. Fake-Böden. War ja klar, dass hier ein Fake-Boden ist. Und wie zur Hölle hätte ich jetzt bitte schon diese Schatztruhe bekommen können? Ey, wehe! Das ist ein Sonnenstein. Dann raste ich. Aber ich fürchte, das war ein Schlüssel. Nee, war's nicht. Den kriegt man hier noch. Wehe, es war der Sonnenstein. Ich muss den Boden doch berühren, von daher. Vielleicht war das aber auch einfach nur so ein Fake. Dass man denkt, ach ja, man kommt da locker an die Truhe ran. Und dabei ist sie unerreichbar. So quasi als Lockung. Jetzt sind wir in Level 5. Beziehungsweise Welt 5. Ja gut, wie gesagt, es ist zwar ganz okay, dass man vielleicht nochmal alte Elemente wiederbringt, dass man die Welten halt wieder im Kopf hat, aber ich hätte mich über völlig neue Level mehr gefreut. Ich hoffe, dass jetzt nicht die ganze Welt 6 auf so Backtracking basiert. Ich hab aber auch Hoffnungen, weil 6.1 war ja ganz in Ordnung. Aber das ist jetzt die erste Stelle im Spiel, die mir nicht so gut gefällt. Trinken, 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 trinken! Und eine Truhe. Hoffentlich mit einem Sonnenstein. Yes. Bitte der zweite, bitte der zweite, bitte der zweite! Yeah! Also war in der Truhe wirklich nichts oder nichts Besonderes zumindest. Kann ich also schön drauf kacken. Und das mache ich auch. Oh, jetzt sind wir doch noch in Welt 2. Oh, Eis. Ice Cream. Yeah. Ich kann die Heilung benötigen. Boom. Und nochmal ein Donut. Haben die so oft Heilungsgegenstände in sich? Ach ja, stimmt, eine Sache, die ich
schon ewig sagen wollte, aber immer vergessen habe. Das kann ich ja jetzt mal machen, weil hier ist ja sowieso fast alles gleich. Und zwar gibt es noch ein paar Modi in dem Spiel, die ich mir ebenfalls noch angucken möchte. Das nennt sich einmal Kirbys Recken und einmal irgendwas mit König DDD. Ich glaube, König DDD Taumeltanz. Das sind halt so kleine Bonus-Modi, die wir uns noch anschauen wollen. Habe ich jetzt eigentlich da irgendwas verpasst? Weil ich dachte eigentlich, dass das hier rechts jetzt so ein Bonusraum wäre. Aber es ist keiner. Vielleicht war der obere ja der Bonusraum. Ich muss da unbedingt nochmal nachgucken, weil die Treppe hier irritiert mich. Oder ist es einfach nur ein optionaler Weg? Nee, es geht nur um diesen komischen Stern da, oder? Also um Punkte. Beziehungsweise, ja. Mein Up. Ach, ich habe da jetzt keinen Bock zu. Das ist eh nicht wichtig. Die Ups resetten sich schließlich, wenn man das Spiel schließt und neu startet. Die werden nicht gespeichert. Ja, ich werde diese Bonus-Modi wahrscheinlich auch machen. Die dauern ja eh nicht lang. Bestimmt nur ein Part. Oder wir machen halt nur ein Let's Show draus. Aber reingucken will ich auf jeden Fall mal. Und ein nettes Detail ist auch, dass man im Title-Screen, wenn man den 3DS schwenkt, so ein paar Orden hin und her schwenken kann. Sieht ganz schön aus. Also der Bewegungssensor wird in dem Spiel eigentlich ganz gut genutzt. Zwar funktioniert er nicht so episch, wie ich das gerne hätte, aber es ist halt Bewegungssteuerung. Was erwarte ich da? Mir fehlt immer noch ein Sonnenstein. Oh Gott. Wieder der Panzer. Was ist das denn für ein Spinner? Hör auf damit! Geh sterben! Weg damit! Yeah! Diese ekelhaften Viecher da steuern den. Scheiße, das ist das Ziel. Mir fehlt doch noch ein Sonnenstein. Oder kriege ich den jetzt? Körper hat das Ziel gefressen. Hallo? Wo ist der letzte Sonnenstein? War der jetzt ernsthaft da oben, wo ich keinen Bock hatte? Nicht wahr, oder? Oh, man! Ja, dann muss ich nochmal machen. Das ist die Strafe für Bocklosigkeit. Dammit. Ich glaube, da war der nicht, oder? Wir werden es dann schon sehen. Auf jeden Fall ist das jetzt gerade irgendwie blöd. Oh, und da kommen die nächsten Bosse. Nein! Okay, ich muss zugeben, ich habe nicht gesehen, dass da noch eine Bonustür war. Also, nachdem man diesen Gegner besiegt hat, den ich ausgelassen habe, dann erscheint die. Man konnte sie allerdings schon vorher sehen, weil sie, ja, eingesperrt war. Hinter Gitterstäben. Habe ich einfach nicht richtig geguckt. Was soll's. Ist passiert. Who cares? Ist ja auch erst das zweite Mal, dass ich einen Sonnenstein nachholen muss. Bin daher ganz zufrieden als Kirby-Neuling. Okay. Ja, jetzt habe ich nur das Problem. Ja, genau. Dass ich einen Fehler gemacht habe. Mal wieder. Ach. Das ist doch nicht wahr. Kann ich da trotzdem irgendwie durch? Ja. Gott sei Dank. Ich hätte nicht nochmal ziehen dürfen. Das war mein Fehler. Aber ich krieg den Sonnenstein trotzdem. Und muss mich halt jetzt nochmal verletzen. Ist auch egal. Gut, dann sehen wir uns jetzt gleich im nächsten Level. Bei den Bossen. Na dann toben wir uns mal in Level 4 aus. Hier erwarten uns wohl 3 Bosse aus der Vergangenheit. Der Baum. Der Künstler, sage ich jetzt mal. Und unnötiger Treffer. Aber war eh klar. Ist ja schließlich Level-Anfang. Da passiert mir ja sowas. Immer. Oh, und da ist der Hammer. Nice. Nicht umsonst. Mit dem kann ich schön abgehen. Und da drüben ist auch noch ein Glücksbringerchen. Danke. Wer wird mein erster Gegner sein? Schokolade, schön. Aber nicht nur die 2 erwähnten, sondern auch noch der Feuerboss aus Welt 5.
Und vor dem habe ich auf jeden Fall den größten Respekt, weil der schon echt schwer war. Bin sehr gespannt, ob Kirbys neuer Skill ausreicht, um den einfach mal so wegzukicken. Wir werden sehen. Erster Gegner. Aha, der Maler. Na gut. Ja, ich hasse alle Bosse, die fliegen, weil die sind einfach schwer zu erreichen. Sehr toller Beginn. Ich konnte das Viech aber am Anfang auch gar nicht treffen, weil es sich im Hintergrund aufgeführt hat. Also man sollte auch den Bosskampf eigentlich mit 3D machen, aber schaut mal, wie der Feuerhammer abgeht. Man bekommt den ja schließlich nicht umsonst am Anfang von dem Kampf. Die Entwickler wissen, dass er so stark ist. Und ich jetzt auch. Aber ich lasse mich jedes Mal so noobig treffen, Mann. Eigentlich könnte ich das Vieh hier sowas von wegbashen. Aber ich stelle mich einfach an. Jetzt sehe ich gar nichts. Treffe den Boss aber trotzdem. Und hab ihn auch gleich. Nein! Ach, verdammt, ich wollte den Angriff eigentlich unterbinden. Erstmal die Kirsche. Dann ist halt... Jetzt Schluss. Noob. Ach, du hast doch keine Chance, Mann. Der nächste, los. Ich bin gerade in Laune. Wie man sieht. Das macht doch irgendwie Bock, dieser Boss Rush. Bewertungstechnisch ist es zwar negativ, aber es macht Bock. Und es gibt auch nur einen Sonnenstein. Ich denke mal, dass der ganz am Ende irgendwo wartet. Oder es kommt irgendwann eine Bonustür. Also das kann natürlich auch sein. Deswegen schön die Augen aufmachen und alles überprüfen. Kriege ich den nächsten Heilungsgegenstand? Danke. Ach komm, mach auf. Nein! Wieso? Lass ich mich immer von den Noobs treffen. Das ist langsam schon echt nicht mehr lustig. Okay, hier war nichts. Ich habe jedenfalls nichts gesehen. Und jetzt dürfte der Baum kommen. So ist es. Den werde ich ganz schnell plätten. Der hat doch keine Chance gegen einen Feuerhammer. Also bitte. Yeah! Er ist zwar schneller. Wendiger. Aber das heißt doch bei dem nichts. Hier, take this, take this, take this, and this, and this. Und das war jetzt eigentlich in die falsche Richtung, Kirby. Aber egal. Er will einmal seine Ranken ausfahren. Dann soll er halt machen. Juckt nicht. Komm wieder her, Süßer. Wir haben was zu regeln. Meinst nicht? Du Loser. Lass es doch bleiben. Bringt doch nichts. Hm? Schnucki. Ein schnelles Ende, das sollte doch im Interesse von uns beiden sein. Oh, ein Gegentreffer. Wow, bist du geil. Jetzt habe ich voll den Respekt vor dir, weißt du. Oh, der zweite. Ich spiele doch nur mit dir. Lass dir doch die Chancen. Begreifst du das nicht? Also, jetzt ist aber genug, ja. Jetzt muss ich dir leider ein Ende bereiten. Hat Spaß gemacht. Aber du bist ein Niemand! Abgewehrt. Was? Oh, das konnte man nicht abwehren. Ja, der Trottel, der meint jetzt mit seinen blöden Stampfattacken, da ist er der King. Also gegen alle Bosse so unnötige Treffer. Aber er war halt auch schnell unterwegs. Und mit dem Hammer ist man nun mal gegen fliegende Gegner im Nachteil. Und... die Stampfattacke werte ich jetzt mal als fliegend. Ja gut, er hat sich am Ende noch ganz schön verkauft, aber grundsätzlich ist er ein Niemand. Finde ich hier jetzt irgendwo Items zum Heilen? Ja, tatsächlich. Und, vielleicht noch die Bonustür. Ich gehe noch nicht zu dem Stern, ich schaue mich erstmal um. Nö, hier ist nichts, okay. Seltsam. Dabei ist da ein Gegner. Achso, wir gehen jetzt eh wieder in den Vordergrund zurück. Alles klar. Irgendwo muss doch der Sonnenstein sein. Es kann natürlich auch sein, dass wir ihn einfach so geschenkt bekommen am Ende des Levels. Shit, ich kann nicht mehr zurück.
Da wäre was gewesen. Ach, meine Fresse. Jetzt habe ich den schon wieder verpasst, oder was? Oder? Nee. Doch nicht. Moment, Moment, Moment. Linke Seite abchecken. Oder ist da nichts? Doch, da ist er! Okay. Dann wollen wir mal gegen den Feuertypi. Der zweite Kampf. Wird Kirby wieder gewinnen? Den nehme ich jetzt ernst. Da passe ich auf. Ich spiele defensiver. Als noch zuvor. Zack, 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 zack. Nein. Ich habe das schon Schild aktiviert. Wieso hat es nicht gezählt? Ach, dieser verdammte Frosch. Komm her, du Nichtsnutz. Sehr gut, ich habe ihn mit dem Feuerhammer erwischt, obwohl es eigentlich aussichtsreich. Aussichtslos war. Weil er so schnell unterwegs war. Aber der Feuerhammer zieht ihm jetzt fast nichts mehr ab. Oh oh. Ja, komm, komm, komm. Diese Feuerbälle kann man auch einsaugen, aber dazu müsste ich den Hammer erstmal wegschmeißen und so blöd bin ich auch wieder nicht. Boah, das war sehr effektiv. Aber er geht total ab, seht ihr das? Aber wenn ich mich immer hin und her. Ja! Richtig gut gemacht eigentlich. Mit dem Hammerwirbler bin ich mir immer schön ausgewichen. Und habe zusätzlichen Schaden gemacht. Den habe ich gerockt. Bei den anderen Bossen habe ich gesackt, aber hier war ich gut, finde ich. Letztlich dürft ihr bei ihr urteilen. Naja. Nicht gestorben ist die Hauptsache. Und da ist das Ziel. Oh, Moment, Moment, Moment. Hier ist noch was. Wahrscheinlich der besondere Glücksbringer oder so. Nur ein One-Up. Obwohl, obwohl. Doch, da ist er. Nice. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei Kirby. Triple. Deluxe. Vielleicht kommt dann schon der Final Boss. Who knows? Wird das jetzt zur Tradition am Partende?